Hallo zusammen, Klaus hier. Heute geht es nochmal um die Belüftung meines Autos, wenn ich mit meinem Hund Mambo drin schlafe. Gebastelt wird wie meist üblich bei mir mit Teilen, die ich so im Bastelkeller rumliegen habe. Nach dem Motto einfach, günstig und Resteverwertung. Problem beim Forester sind die rahmenlosen Seitenscheiben. Also mit einer einfachen Blende, die zwischen Fenster und Fensterdichtung gesteckt wird, ist es nicht getan. Ich muss eine Blende bauen, die die gleiche Form hat wie der obere Teil der Scheibe. Diese wird dann auf die abgesenkte Scheibe gesteckt. Erstmal mache ich mir mit Klebeband Markierungen an die Seitenscheibe. Ich werde während des Baus der Belüftung öfters die Scheibe bewegen und damit ist beim Maßnehmen immer die gleiche Position der Scheibe sichergestellt. Mit einem Karton als Schablone kann ich am einfachsten die Form der Blende abzeichnen. In der Werkstatt wird dann mit Schere und Cuttermesser die Schablone ausgeschnitten. Jetzt kann ich die Form der Blende auf ein Sperrholz, das etwa die gleiche Stärke wie die Scheibe hat, übertragen. Zur Sicherheit lege ich noch den ausgeschnittenen Teil mit ein, um die genaue Lage der schmalen Seitenstege zu ermitteln. Dann die Kartonschablone mit Klebestreifen fixieren. Die Seitenstege mache ich ein paar Millimeter länger, die müssen ja in die Scheibendichtung der Türe eingesteckt werden. So, nun geht's ans Aussägen und Kantenschleifen. Die Blende verwende ich als Vorlage für eine zweite Führungsblende. Die brauche ich, um die eigentliche Blende auf die Scheibe aufstecken zu können. Zudem deckt sie den Spalt zwischen Fenster und Holzblende ab und verhindert ein Eindringen von Regenwasser.
So kommt das dann ungefähr zusammen. Ich werde die beiden Teile leimen und schrauben. Jetzt kommt der Ausschnitt für das Lüftungsgitter rein. So, erste Anprobe am Auto. Und da haben wir das Dilemma. Die Seitenscheibe ist natürlich auch noch gebogen. Wie kann ich das Holz mit meinen einfachen Mitteln dauerhaft in eine gebogene Form bringen? Ich habe da so eine Idee und schau mal, was an Holzresten rumliegt. Ah, eine stabile Siebdruckplatte. Das gefällt mir. Am Auto übertrage ich die Krümmung aufs Holz. Die Leisten sind zugesägt. Die werde ich mit ausreichend Schrauben an die Blende montieren. Sieht so aus, als würde es funktionieren. So, die zweite Seite auch noch. Jetzt brauche ich noch einen kleinen Holzstreifen als Führung an der oberen Fensterkante.
Mal sehen, ob das Lüftungsgitter reinpasst. Passende Schrauben sind auch schnell gefunden. Was ist denn noch so an Farben da? Wetterfest soll sie ja sein. Und passend zum Auto war sogar noch eine blaue Farbe da. So, die Farbe ist getrocknet. Jetzt montiere ich das Gitter. Damit kein Wasser reinläuft, nehme ich dünne Dichtungsstreifen. Und nun erste Anprobe am Auto. Blende aufstecken und Scheibe so weit runterfahren, dass man die Blende ein paar Millimeter in den unteren Dichtungsspalt einstecken kann. An der oberen Füllung ist noch zu viel Spiel, da helfe ich mir mit selbstklebendem Moosgummi. Jetzt streiche ich noch die Rückseite und fertig ist meine regensichere Lüftungsblende. So, das war's mal wieder von mir. Vielleicht hat jemand von euch Ähnliches vorzubasteln und kann mit meiner Lösung als Denkanstoß etwas anfangen.